Die Uckermark im Osten Deutschlands. Auf den riesigen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden jährlich Tonnen von Pestiziden versprüht. Gift, das sich später in unserer Nahrungskette wiederfinden kann. Weltweit an erster Stelle das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Man muss von dem Glauben runterkommen, dass das eines der eher unbedenklichen Mittel ist, sondern ich glaube, in der Langzeitwirkung muss man sagen, das ist eines der gefährlichsten Mittel, die wir auf dem Markt haben. Bereits im Mai hat ZDF Zoom über mysteriöse Krankheiten im Zusammenhang mit Glyphosat berichtet, damals aus Argentinien. Danach erreichten uns zahlreiche Zuschauerzuschriften, denen wir nachgegangen sind. Längst warnen auch in Deutschland Forscher vor den Risiken des Pestizids. Glyphosat wird in Beziehung zum Beispiel zu Bluthochdruck, zu Stoffwechselerkrankungen, wird auch in Beziehung zu Autismus gebracht. Auch andere Pestizide stehen im Verdacht, Krankheiten auszulösen. In Frankreich wehren sich bereits zahlreiche Bauern, glauben durch die Unkrautvernichtungsmittel krank geworden zu sein. Die Hersteller sagen, die Landwirte wurden doch informiert über die Gefahren. Wenn es irgendein Problem gibt, sind sie selbst schuld. Ganz einfach. Mediziner an der französischen Universität von Poitiers suchen den Zusammenhang zwischen Pestiziden und Krankheiten. Wir müssen dringend eine politische Diskussion in Gang bringen, die klar macht, dass wir möglicherweise kurz vor einer gesundheitlichen Katastrophe stehen. Alles nur Panikmache? Oder sind die Mittel doch unbedenklich? Wie groß ist die Pestizidgefahr wirklich? Mein Garten in Köln. Das wuchernde Unkraut bedeutet viel Arbeit. Der Einsatz von Pflanzengift ist verlockend. Für den Kleingartenbereich versprechen 33 verschiedene Mittel schnelle Hilfe. Marktführer ist der Hersteller Monsanto mit dem Produkt Roundup. Der Werbespot verspricht effektive Unkrautvernichtung. Disteln, Graspflanzen. Mit martialischer Stimme und bedrohlicher Musik werden zunächst die Problempflanzen gezeigt. Auf das Unkraut gesprüht wird es über die Blätter. Die Lösung wird dann mit freundlicher Musik untermalt und lautet Roundup schnell und unkompliziert. Tief in die Wurzel und deren Triebe ein und tötet Blätter, Triebe und die Wurzel nachhaltig ab. Roundup wirkt wurzeltief mit nur einer Behandlung. Sprühen statt hacken? Das will ich testen und lasse mir von einem Fachmann helfen. Oliver Fink ist Landschaftsgärtner mit einer Zusatzausbildung in Pflanzenschutz. Ja, das ist er. Okay. Auf diesem verwilderten Rasenstück will ich das Glyphosat ausprobieren. Oliver Fink empfiehlt Schutzausrüstung. Auf keinen Fall darf Pflanzengift direkt auf meine Haut oder gar in meine Augen kommen. Okay. Jetzt haben wir erstmal die Schutzausrüstung, die Minimum sein sollte. Also Gummistiefel, Handschuhe und auch Schutzbrille. Und loslegen. Genau. Der Wirkstoff Glyphosat tötet alle Grünpflanzen. Auf geschlossenen Oberflächen wie Asphalt ist es verboten. So soll verhindert werden, dass Glyphosatprodukte in die Kanalisation und damit ins Grundwasser gelangen. Harmlos ist das sicherlich alles nicht. Und ich würde Ihnen auch wirklich dringend davon abraten, im Bereich von Gemüse, Obst und allem, was Sie essen, mit diesen Pflanzenschutzmitteln, egal von welcher Firma und egal was es ist, zu arbeiten. Der Hersteller sagt natürlich, dass es im Boden abgebaut wird, aber die Frage ist natürlich, wie giftig ist es wirklich oder ist es überhaupt gesundheitsschädlich? Ja? Also von daher, Gemüse und Obst sollte tabu sein. So die Meinung des Gärtners. In etwa 10 Tagen werde ich sehen, wie sich mein Stück Garten verändert hat. Ich habe nur streng nach Anleitung wenig Glyphosat versprüht. Das, was ich im Kleinen mache, wird in der Landwirtschaft tonnenweise auf Felder und Pflanzen ausgebracht. Sind glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel gesundheitsgefährdend oder nicht? Darüber möchte ich mit einem Bauern sprechen, der sich mit Pestiziden auskennt. Landwirt Gerhard Teichmann arbeitet mit der Fachhochschule für Landwirtschaft in Nürtingen zusammen. Auf seinem Hof lernen Studenten den Umgang mit Pestiziden. Teichmann tauscht sich auch mit den Herstellern aus und ist ein Befürworter von Glyphosat gegen Unkraut. Es spare das Pflügen, steigere den Ertrag und sei gut für den Boden, erzählt er. 2 bis 3 Mal im Jahr spritzt er seine Felder, so wie die meisten Bauern. Das erste Mal im Frühjahr vor der Aussaat. Ich spritze einmal und alles, was hier an Unkräutern jetzt da ist und grün ist, wird praktisch bekämpft.
Ist es nicht schädlich, giftig? Warum geben wir nicht der Chemie auf dem Acker eine Chance, sondern fangen es an als Mittel zu verdammen, weil uns irgendwelche Gruppen einreden, es ist halt giftig. Und wenn wir über die Risikobewertung, wenn wir über die Wissenschaft und unserem strengsten Pflanzenschutzgesetz, was wir haben hier in Deutschland, wissen, dass es eben nicht giftig ist und dass es sich abbaut, dann ist es doch absolut wichtig, diesem eine Chance zu geben, um die Landwirtschaft weiter in die Zukunft zu tragen. Hand aufs Herz, haben Sie noch nie Angst um Ihre Gesundheit gehabt? Kann ich Ihnen klipp und klar und ehrlich, so wie ich hier vor der Kamera stehe, beantworten, habe ich noch nie gehabt. Gerhard Teichmann klingt sehr überzeugt. Doch nicht jeder sieht den Einsatz von Pestiziden so positiv wie er. Der Osten Deutschlands. Hier wird besonders intensiv Landwirtschaft betrieben. Da bleiben Streitfälle zwischen Bauern, Bewohnern und Behörden nicht aus. Auch hier in Brandenburg werden riesige Flächen mit Ackerchemie unkrautfrei gemacht. Seit Jahren beobachten Sybilla Keitel und Gerd Müller den Rückgang von Kleintieren und Pflanzenarten. Deshalb haben sie auf Verdacht den Tümpel neben ihrem Wohnhaus auf Pestizide untersuchen lassen. Wir sind seit 22 Jahren in der Uckermark und als wir hierher zogen mit unseren kleinen Kindern, war das ein Naturparadies. Und wir haben also in den letzten 5-6 Jahren gemerkt, dass wir einen signifikanten Artenschwund haben, dass hier kaum noch Schmetterlinge flogen, dass wir keine Frösche mehr auf der Wiese hatten. Früher waren hier Lerchen auf dem Feld, Goldammern, wir haben Fasanen gesehen. Alles weg. Und erst diese Probe in dem Gewässer, wo man endlich mal nachweisen konnte per Labor, dass dieses Gewässer hochverseucht ist, hat überhaupt alle diese Behörden dazu bewogen, endlich mal was zu unternehmen. Die Untersuchungen haben sie aus eigener Tasche finanziert und die Ergebnisse dem Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung überreicht. Das Amt prüfte nach, bestätigte das Ergebnis und ordnete an, dass die Landwirte mit ihrer Feldspritze künftig mindestens 5 Meter Abstand vom Weiher halten müssen. Sybilla Keitel und Gerd Müller dokumentieren seitdem, welche Pestizide versprüht werden. Trotz zahlreicher Anfragen wollte keiner der Bauern vor unsere Kamera. Auch mit dem Paar wollen die meisten nicht sprechen. Ja, wir haben ja auch den Kontakt zu den Landwirten gesucht. Und in einer Versammlung hier im Nachbarort, in einem Saal von der Kneipe mit viel Publikum, auch Landwirten, hätten wir uns eigentlich gedacht, dass die Landwirte selber erschrocken sind über das, was ihnen da als Malheur passiert ist. Aber das Gegenteil war der Fall. Man hat uns eher angefahren, angeschimpft, was uns denn einfiele, da über fremdes Gelände zu laufen und ohne zu fragen und da irgendwie Proben zu entnehmen. Den Landwirten drohen keine strafrechtlichen Konsequenzen. Eine konkrete Schuldzuweisung war nicht möglich. Seitdem kämpfen Sybilla Keitel und Gerd Müller gegen den Pestizideinsatz in ihrer Region. Unterstützung bekommen sie inzwischen vom BUND, dem Bund für Naturschutz Deutschland. Experten des Umweltvereins testen einmal im Jahr Gewässer in Brandenburg. Das Umweltbundesamt hat erst kürzlich bestätigt, Pestizide sind Hauptgrund für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Besonders betroffen Frösche und andere Amphibien. Ist der BUND die richtige Stelle, um sowas zu überprüfen, oder sollte das jemand anders eigentlich machen? Genau genommen sollten das die Landwirtschaftsämter überprüfen. Ja. Wir machen das, weil in dem Bereich nichts passiert. Ja, wir machen jetzt im dritten Jahr diese Proben. So, wir werden die Ergebnisse natürlich dieses Jahr sehen, aber ich schätze, dass sie nicht so besonders von den Ergebnissen im letzten Jahr abweichen. Wen machen Sie verantwortlich? Tja, wen machen wir verantwortlich? Ja, also es ist mit Schuldzuweisungen immer leicht, nicht? Also das Erste, was natürlich geändert werden muss, ist die Fehlanwendung bei den Pestiziden. Also dass zum Beispiel hier der Acker bis zum Rand dieses Weihers geht. Ja, das ist ja kein Wunder, dass die Pestizide nicht auf den Pflanzen landen, sondern hier im Wasser. Ja? Und da müssen natürlich dann auch die Landwirtschaftsämter hinterher sein und das kontrollieren. Leichter gesagt als getan. Für die sogenannten Verkehrs- und Anwendungskontrollen von Pflanzenschutzmitteln verfügen die Behörden bundesweit nur über 109 Personalstellen. Und die kontrollieren 300.000 landwirtschaftliche Betriebe. Auf einen Kontrolleur kommen also fast 2.800 Betriebe. Bei 2 Feldkontrollen am Tag bräuchte man 4 Jahre, um jeden Bauern einmal überprüft zu haben.
Ich würde gerne bei einer solchen Überprüfung dabei sein. Doch nicht eine der 16 Landesbehörden will mich mitnehmen. Begründet wird dies mit Datenschutz. Bei meiner Recherche stoße ich auf unveröffentlichte Unterlagen vom Umweltbundesamt. Demnach hat das Amt 2005 verdeckte Feldkontrollen durchgeführt. Das Forschungsprojekt sollte Daten über die Verwendung von Pestiziden liefern. Zuständig für solche Kontrollen sind eigentlich die Landesbehörden. Erste Ergebnisse waren alarmierend. Die Hälfte der geprüften Landwirte hatte gegen die Anwendungsbestimmungen verstoßen. Nach Protesten wurde das Projekt eingestellt. Warum aber hat das Bundesumweltamt überhaupt untersucht? Ich frage bei der Behörde nach. Wir hatten bereits Hinweise, dass die Nichteinhaltung von Anwendungsbestimmungen kein Einzelfall ist. Und dies hat sich eigentlich durch das Forschungsvorhaben seinerzeit bestätigt. Hat es denn seitens der Politik Versuche gegeben, wirksamere Kontrollen ins Leben zu rufen? Diese Kontrollen werden durchgeführt durch die sogenannten Pflanzenschutzdienste der Länder. Es ist aber so, dass solche Anwendungskontrollen natürlich aufwendig sind und die Mittel, die Personalmittel der zuständigen Behörden begrenzt sind. Doch statt mehr Personal im Kampf gegen Umweltvergehen einzustellen, appellieren die Länder lediglich an Landwirte, die zugelassenen Präparate richtig einzusetzen. Ja, vielfach wird angenommen, dass durch die ja durchaus erfolgreichen Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln nur solche Produkte auf den Markt kommen, die für die Umwelt gar nicht mehr gefährlich sind. Das ist aber leider nicht der Fall, sondern Sie müssen bedenken, dass Pflanzenschutzmittel ja dafür produziert werden, gegen Organismen zu wirken, Organismen zu töten oder einzudämmen. Und wichtig wäre, dass den Landwirten zunächst einmal bewusst ist, dass Pflanzenschutzmittel auch ein hohes Gefährdungspotenzial für die Umwelt haben. Deutliche Worte einer Bundesbehörde. Viele Bauern wenden Pestizide offenbar nicht korrekt an, weil sie davon ausgehen, dass sie ungefährlich sind. Sind den Landwirten die Risiken bei Pestiziden tatsächlich nicht bewusst? Ich frage beim Bauernverband nach. Ein Interview vor der Kamera wird abgelehnt. Schriftlich heißt es: Ängste und Bedenken der Bevölkerung nehmen wir sehr ernst. Negative Folgen für Mensch und Umwelt sind zu vermeiden. Letztlich muss jeder Anwender die erforderliche Sachkunde erwerben. Tonnen Pestizide werden jährlich in Deutschland ausgebracht. Gravierende Mängel in der Anwendung hätten weitreichende Folgen für das Ökosystem und damit auch für den Menschen. Bei meinen Recherchen stoße ich auf einen kranken Bauern. Er leidet seit einigen Jahren an Parkinson. Er glaubt, dass sein jahrelanger Umgang mit Pestiziden verantwortlich für die Krankheit ist. Josef Kulke hat den Bauernhof von seinen Eltern übernommen. Morgen. Guten Morgen. Morgen, Frau Werner. Kommen Sie rein. Inzwischen hat der Frührentner die Landwirtschaft aufgegeben. Man hat schon mit 12 bis 14 Jahren geholfen, auch dem Betrieb. Da hieß es, schütten mal eben 2 Liter von dem Stoff, jetzt sag ich mal so, ohne jetzt einen Namen zu nennen, da in die Spritze rein und dann kommt Wasser dazu und die Hände wurden nicht abgewaschen, höchstens eben grob und man hat dann trotzdem Äpfel und auch ein Butterbrot gegessen und so ist man auch damit wirklich nicht nur hauttechnisch in Berührung gekommen, sondern man hat es auch wirklich höchstwahrscheinlich dadurch in den Körper reinbekommen. Als Josef Kulke krank wurde, begann er Nachforschungen anzustellen. Immer wieder stieß er dabei auf Studien, die den Zusammenhang zwischen Pestiziden und der Krankheit Parkinson herstellen. Also schickte der 58-Jährige der Berufsgenossenschaft, in die er jahrelang eingezahlt hat, einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente. Der Zusammenhang zwischen den Pestiziden und dieser Krankheit ist in Amerika, in Instituten, überall bewiesen. Ich habe da solche Ordner, die ich zeigen könnte, dass Parkinson als Berufskrankheit anerkannt wird. Dann sollte man auch eigentlich auch in unserem demokratischen Deutschland in der Lage sein, auch das auch auf diese Weise vernünftig zu handeln und auch hinzukriegen, dass die Leute, die betroffen sind, dann auch Hilfe bekommen.
Jahrelang hat Josef Kulke Pestizide gekauft und eingesetzt. Das konnte er der Berufsgenossenschaft anhand von Quittungen nachweisen. Die Versicherung verweigert ihm trotzdem die Rente. Parkinson durch Pestizide ist in der deutschen Berufskrankheitenverordnung nicht aufgeführt. Zwei Gutachter sprachen ihm jegliche Ansprüche ab. Ich habe landwirtschaftliche Zeitungen angeschrieben, weil ich einfach gesagt habe, ich muss diese Sache mal publik machen. Daraufhin kam dann diese Resonanz von Mitbetroffenen, Landwirten hauptsächlich auch, die betroffen waren, weil das ja auch gerade die Berufsgruppe war, die ich ansprechen wollte, wo dann Frauen mir erzählt haben, dass ihr Mann schon verstorben war und die Rente jetzt quasi anerkannt war, aber 3 Wochen nach dem Tod so ungefähr. Ne? Was aber hilft eine Rente, wenn man tot ist? Für den Frührentner Kulke geht der Kampf weiter. Sein Fall wird neu aufgerollt. Den Gutachtern der Versicherung konnten inzwischen Fehler in ihrer Expertise nachgewiesen werden. Eine Aussage, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales uns gegenüber äußert, macht Bauer Kulke dagegen Hoffnung. Unfallversicherungsträger haben die Möglichkeit, Parkinson durch Pestizideinwirkung in Einzelfällen wie eine Berufskrankheit zu entschädigen. In Frankreich sind die Behörden schon viel weiter. Im Register des französischen Landwirtschaftsministeriums finde ich unter den offiziell bestätigten Berufskrankheiten Parkinson, ausgelöst durch Pestizide. Ein deutliches Indiz dafür, dass Pestizide krank machen? Ich fahre in den Südwesten Frankreichs. An der Universitätsklinik von Poitiers erforschen Wissenschaftler schon seit Jahren die Zusammenhänge von Pestiziden und Krankheiten wie Parkinson. Der Arzt Eric Benbrick hat allein im letzten halben Jahr bei 10 Landwirten Krebs und Parkinson diagnostiziert, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit durch Pestizide verursacht wurden. Er zeigt mir die Studie, an der er arbeitet. Die 4 Krankheiten, von denen man mit zunehmender Sicherheit weiß, dass es eine Verbindung zu Pestiziden gibt, sind Prostatakrebs, bösartige Veränderungen der Lymphbahnen und des Knochenmarks, sowie Parkinson. Ja, bei diesen Krankheiten weiß man inzwischen ziemlich sicher, dass sie mit Pestiziden zusammenhängen. Mittlerweile haben 150 Ärzte einen Appell an den französischen Senat gerichtet. Sie wollen, dass Frankreich deutlich weniger Pestizide einsetzt. Benbrick fordert außerdem mehr und umfangreichere Studien. Die Wissenschaft muss menschliche Faktoren mehr berücksichtigen. Zum Beispiel bei Glyphosat beleuchten die meisten Studien nur den Wirkstoff, ohne zu berücksichtigen, wie die Landwirte Glyphosat anwenden. Das ist zu kurz gedacht. Da fehlt der Faktor Mensch. Wir müssen dringend eine politische Diskussion in Gang bringen, die klar macht, dass wir möglicherweise kurz vor einer gesundheitlichen Katastrophe stehen. In ganz Frankreich haben sich mehr als 100 kranke Landwirte zusammengeschlossen. Sie nennen sich Phytoviktim, Opfer von Pflanzengift. Die Weinregion Cognac. Hier lebte der Winzer Frédéric Ferrand. Er ist 2011 jung gestorben. Ich bin mit seinem Vater Jacques Yves verabredet. Dass sein Sohn Frédéric durch Pestizide krank wurde, hat die landwirtschaftliche Sozialkasse anerkannt. Frédéric hatte Blasenkrebs, eine Krankheit, die man normalerweise im Alter bekommt oder wenn man stark raucht. Aber Frédéric hat nicht geraucht. Und er war erst 40 Jahre alt. Der Urologe sagte mir, dein Sohn hat eine typische Winzerkrankheit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Krebs von dem Kontakt mit den Pestiziden kommt. Gibt es viele kranke Weinbauern? Ja, aber es gibt auch ein Tabu unter den Weinbauern, darüber zu sprechen, ein regelrechtes Gesetz zu schweigen. Sind Sie wütend? Ja. Weil Sie Ihren Sohn verloren haben? Ja. Ja, wir haben alles verloren.
Dass Pestizide ausschlaggebend für den Tod seines Sohnes sind, kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Tatsache ist aber, die Sozialkasse zahlt seiner Witwe und den beiden Kindern trotzdem eine Rente, hat den Blasenkrebs als Berufskrankheit anerkannt. In der Nähe von Bordeaux stoße ich auf einen Bauern, bei dem zwischen Pestiziden und Krankheit ein eindeutigerer Zusammenhang zu bestehen scheint. Der Landwirt hatte einen Unfall mit einem Unkrautvernichtungsmittel. Paul François lebt in dem kleinen Dorf Bernac. Ich treffe ihn an einem seiner guten Tage. Die Schmerzen halten sich in Grenzen, er ist wach und kann sich halbwegs konzentrieren. Bonjour. Das ist nicht immer so. Was ist Ihnen passiert? Mit dieser Maschine hier hatte ich einen Unfall und habe mich vergiftet. Durch die Sonne hatte sich in der Feldspritze das Monsanto-Unkrautvernichtungsmittel Lasso erhitzt. Beim Öffnen des Tanks inhalierte der Bauer den herausströmenden Dampf. Er verlor das Bewusstsein und kam in die Notaufnahme. Das war im April 2004. Wochenlang kämpfte François um sein Leben. Mit Migräne, Stottern und Schwindel kehrte er schließlich krank auf seinen Hof zurück. 2008 wurde ihm eine Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen. Wie äußert sich Ihre Krankheit? Ich habe sehr unterschiedliche Symptome. Die größten Probleme habe ich im Moment mit den Nieren. Außerdem neurologische Probleme und Sprachstörungen. Ich muss dauerhaft Schmerzmittel gegen Migräne nehmen. Und es gibt Tage, an denen kann ich nicht arbeiten. Da bin ich zu schwach. Nach seinem Unfall verklagte Paul François den Hersteller Monsanto. Er wirft dem Unternehmen vor, Lasso nicht vom Markt genommen zu haben, obwohl der Konzern von der Gefährlichkeit wusste. In anderen Ländern war das Gift Lasso zu der Zeit bereits verboten. Das zeigt ein Schriftwechsel des belgischen Agrarministeriums mit Monsanto. Das oberste Gesundheitsamt erinnert den Antragsteller daran, dass sich der Wirkstoff Alachlor bei Versuchen an Tieren als krebserregend erwiesen hat. Monsanto antwortete: Wir haben die Entscheidung angenommen, Lasso seit dem 5.10.1990 nicht mehr zu verkaufen. Der Prozess gegen den Agrarriesen machte Paul François bis über die Grenzen Frankreichs bekannt. Sind Sie berühmt hier? Leider ja. Ich, Paul François, Bauer und Pestizidopfer. Hier ist das Produkt, das mich vergiftet hat. Der Slogan ist: Schlafen Sie ruhig. Wenn Sie ruhig schlafen, haben Sie keinen Grund, sich zu sorgen. Für mich zeigt das, wie die Firmen versuchen, die Landwirte zu verschaukeln. Die Hersteller sagen, die Landwirte wurden doch informiert über die Gefahren. Wenn es irgendein Problem gibt, sind die Bauern selbst schuld. Ganz einfach. 2012 hat das Landgericht in Lyon Monsanto schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Monsanto ist in Berufung gegangen. In einer Stellungnahme heißt es: Die gründliche Analyse hat ergeben, dass es keinen Beweis gibt für einen Zusammenhang zwischen dem Herbizid Lasso und den Symptomen, von denen Monsieur François berichtet. Lasso wurde 2007 auch in Frankreich verboten. Abgelöst hat es ein anderes Pestizid von Monsanto, das glyphosathaltige Roundup. In meinem Garten in Köln habe ich vor 10 Tagen Roundup für Kleingärtner ausprobiert. Das Gras wird bereits welk. Laut Hersteller müsste sich das Glyphosat abbauen. Das will ich genauer herausfinden und stoße dabei auf eine Studie der Uni Hohenheim. Darin wird behauptet, Glyphosat baue sich zwar langsam ab, reichere sich aber zunächst im toten Wurzelgewebe an. Je öfter man spritzt, desto länger verbleibe das Gift also im Boden. Auch in Pflanzen ist der Wirkstoff bereits nachgewiesen worden. Dafür gibt es allerdings eine weitere, wesentlich gewichtigere Erklärung. Glyphosat wird nicht nur als Unkrautvernichter eingesetzt, sondern auch, um den Reifeprozess zu beschleunigen. Das Verfahren heißt Sikkation. Wörtlich übersetzt bedeutet das Austrocknung.
Immer mehr Landwirte besprühen ihr Korn kurz vor der Ernte. Dadurch trocknen die noch grünen Ähren ab und das Getreidefeld wird einheitlich reif. Auch deshalb ist in Deutschland der Verbrauch von Glyphosat in den letzten 10 Jahren um ein Drittel angestiegen. Sikkation ist umstritten, weil sie mit Unkrautbekämpfung nichts mehr zu tun hat. Vielleicht will sich deshalb keiner der Landwirte, die wir aus der Ferne filmen, vor der Kamera äußern? Deshalb fahre ich noch einmal zu Landwirt Gerhard Teichmann. Er schult Landwirtschaftsstudenten in der Anwendung von Pestiziden und ist ein Befürworter der Sikkation. Morgen! Er selbst setzt die Sikkation nur in nassen Jahren ein, um Missernten zu vermeiden. Also ich habe als Anwender und auch als Verbraucher damit überhaupt kein Problem, weil wenn die entsprechenden Wartezeiten eingehalten werden, ist das Mittel wieder abgebaut und es muss ja garantiert sein, und es ist auch garantiert, dass es entsprechend dann auch nicht irgendwo im Korn sich im Mehl nachher wiederbefindet. Wenn wir es denn so machen, wie es hier drin steht, würde es nicht nachzuweisen sein. Das sagen auch die wissenschaftlichen Studien der Hersteller. Glaubt man Teichmann, bedeutet das, wenn Rückstände im Korn nachgewiesen werden können, muss also der Landwirt etwas falsch gemacht haben. Jedenfalls wurden durch Studien bereits Rückstände von Glyphosat in Lebensmitteln nachgewiesen. In Deutschland fordern immer mehr Bundesländer ein Verbot. Österreich hat die Sikkation bereits verboten. Was, wenn ich Brot oder Müsli mit Glyphosat-Rückständen esse? Besteht ein gesundheitliches Risiko? Deshalb frage ich das zuständige Bundesamt für Risikobewertung. Die schriftliche Antwort? Wenn die gesetzlich festgelegten Höchstgehalte nicht überschritten werden, ist das Auftreten solcher Rückstände gesundheitlich unbedenklich. Wie Glyphosat möglicherweise indirekt in die Nahrungskette gelangt, erfahre ich bei einem Schweinezüchter vom Niederrhein, der sich bei mir gemeldet hat. Sein Viehbestand umfasst 400 Tiere. Auch er spritzte seine Futterpflanzen vor der Ernte mit einem glyphosathaltigen Unkrautvernichter. Er möchte nicht erkannt werden. Unsere Tiere hatten gesundheitliche Probleme und das haben wir mit dem Tierarzt besprochen. Wir hatten den Eindruck, dass in der Herde Fruchtbarkeitsprobleme im Zusammenhang mit glyphosatbehandeltem Getreide aufgetreten sind. Erst mit anderem Futter hatten wir keine Probleme mehr. Haben Sie dann das Futter umgestellt? Ja, wir achten jetzt darauf, dass wir glyphosatfreies Getreide verwenden. Ja, seit 3 Jahren setzen wir das Mittel zur Ernteerleichterung nicht mehr ein. Stutzig wurde er, als er Folgendes im Beipackzettel des verwendeten Pestizids las. Hier steht, das Stroh darf nicht an Tiere verfüttert werden. Aber Menschen können das Getreide essen. Da stimmt doch was nicht. Was in dem Beipackzettel stehen muss, schreibt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor. Auf Nachfrage erklärt die Behörde, dass sich speziell bei Verfütterung von Stroh ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher durch Lebensmittel tierischer Herkunft nicht völlig ausschließen lässt. Grund dafür seien Zusatzstoffe, die Spritzmitteln beigemischt werden, damit sie besser wirken. Ob Zuchttiere wirklich Probleme von Glyphosat bekommen? Tierarzt und Züchter sehen deutliche Indizien. Einen wissenschaftlichen Beweis haben sie bisher nicht. Den wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen kranken Tieren und Glyphosat erforschen Mediziner an der Universität Leipzig. Erst kürzlich haben sie eine besorgniserregende Studie zu Rindern veröffentlicht. Wir haben also 8 Tierbestände untersucht. Wir haben erstmal die Ergebnisse bestätigt, die wir hier in Deutschland erhalten haben, dass alle Kühe Glyphosat über den Urin ausgeschieden haben. Und wir haben eben gesehen, dass die Tiere einen massiven Spurenelementmangel hatten. Und wir sahen auch, dass es Leberschäden, Nierenschäden und auch zum Beispiel auch Muskelschäden gegeben hat. Weil immer wieder Erkrankungen auftraten, wurde in der Studie untersucht, ob Glyphosat grundsätzlich bei Tieren Krankheiten auslösen kann. Dabei hat die Wissenschaftlerin auch in einer nicht repräsentativen Stichprobe Urin von Menschen analysiert und ebenfalls Glyphosat gefunden. Der BUND kam bei einer europaweiten Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen. Die Schweizer haben ganz wenig im Urin. Da wird auch nicht viel mit Glyphosat rumgearbeitet auf dem Acker. Und die Deutschen haben ganz viel, ne? 70%
waren letztendlich belastet. Und das bedeutet, dass dieses Glyphosat in der Nahrungskette angekommen ist. Ja. Was bedeutet das? Gibt es ein gesundheitliches Risiko Ihrer Einschätzung nach? Der letzte Beweis fehlt natürlich noch. Wer macht schon Menschenversuche? Ja, das geht ja gar nicht. Ja. Das heißt aber, Glyphosat wird in Beziehung zum Beispiel zu Bluthochdruck, zu Stoffwechselerkrankungen, wird auch in Beziehung zu Autismus gebracht, auch zu Alzheimer. Also eine Vielzahl von Erkrankungen, die natürlich noch intensiv untersucht werden müssen. Die Studie von Monika Krüger über Gefahren für den Menschen ist nicht repräsentativ. Aber sie gibt doch Hinweise auf eine mögliche Gefährdung. Die Studien der Hersteller sehen allerdings kein Risiko. Prüfungen internationaler Zulassungsbehörden haben immer wieder ergeben, dass Glyphosat keinerlei unzumutbares Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt. Ich will mehr über Glyphosat in unseren Lebensmitteln erfahren. Wer entscheidet eigentlich, ab welcher Dosierung Glyphosat gefährlich ist? Und wie wird das geprüft? Diese Frage beschäftigt auch das Umweltinstitut in München, ein eingetragener Verein, der sich unter anderem für eine ökologische Landwirtschaft einsetzt. Das Institut wertet die bundesweiten Lebensmittelkontrollen aus, die jedes Bundesland nach eigenem Ermessen durchführt. Ich erhalte Einblick in amtliche Unterlagen. 6 der 16 Bundesländer haben jahrelang keine Lebensmittel auf Glyphosat untersucht. 3 bis heute nicht. Auffallend ist, dass in den letzten Jahren die Grenzwerte für bestimmte Lebensmittel immer wieder angehoben wurden. Zum Beispiel, bei Linsen betrug die Höchstgrenze von Glyphosat 2008 noch 0,1 Milligramm pro Kilogramm. Kontrollen haben höhere Rückstände nachgewiesen. Wenig später wurde der Wert um das Hundertfache auf 10 Milligramm pro Kilogramm angehoben. Und es gibt weitere Beispiele. Mais. Leinsamen. Weizen, Hafer, Soja. Also bei den Lebensmitteln, wo Glyphosat nicht angewendet wird, ist der Grenzwert praktisch null. Das heißt, es ist die Nachweisgrenze. Und je intensiver Glyphosat bei einem Lebensmittel angewandt werden kann, umso höher steigt der Grenzwert. Das ist die Vorgehensweise. Es ist nicht etwa so, dass der Grenzwert für Lebensmittel, die man besonders häufig konsumiert, besonders niedrig wäre, zum Beispiel für Brot und Getreide bei uns, weil das essen wir täglich. Nein, genau da ist der Grenzwert am höchsten. Die Auswertung der Tests dauert außerdem lange. Wenn etwas gefunden wird, ist das Lebensmittel vermutlich längst verkauft. Die zulässigen Höchstwerte für Pestizide werden durch die EU-Kommission festgelegt. Sie folgt dabei in aller Regel der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA. Auf deren wissenschaftliche Empfehlung erhöhten die EU-Kommissare letztes Jahr den Wert für Linsen. Bei meinen Recherchen entdecke ich auffällig viele personelle Wechsel zwischen Behörden und Herstellern, offen kommuniziert auf der Website der EFSA. Ein Verwaltungsratsmitglied der EU-Behörde wechselte mehrmals zwischen EFSA und dem industrienahen Forschungsinstitut ILSI. Auch im EFSA-Gremium für Pestizide gibt es Mitglieder mit beruflichen Verbindungen zu Pestizidherstellern. Auch daraus macht die EFSA kein Geheimnis. In Brüssel kämpft seit Jahren die Organisation CIO gegen Unternehmenslobbyismus in der EU. Sie beklagt die häufigen Verstrickungen zwischen Industrie und Behörden. Eine neue Studie, die wir über die EFSA gemacht haben, zeigt, dass im Pestizidausschuss mehr als die Hälfte der Experten enge Verbindungen zur Industrie haben. Wir vermuten, sie haben also auch ein Interesse daran, die Produkte zu verkaufen, die sie in den Ausschüssen auf ihre Sicherheit begutachten sollen. CIO erhält unerwartete Unterstützung. Sogar der EU-Rechnungshof rügte die EFSA im Oktober 2012 wegen Lobbyverflechtungen und bemängelte, dass die Behörde Interessenskonflikte ihrer Mitarbeiter nicht angemessen handhabe. Untersuchungen wurden dringend angemahnt. Susie Rankins ist ein Beispiel für das System.
Sie verließ die EFSA-Abteilung, die für genveränderte Saatgut zuständig ist, und wechselte zu Syngenta, einer der großen Biozid- und Pestizidkonzerne. Jetzt betreibt sie bei ihren ehemaligen Kollegen Lobbyarbeit. Lobbyverflechtungen stehen nach Auffassung von CEO auch in Zusammenhang mit der Anhebung des Höchstwertes für Linsen 2012. In einer Anfrage an EFSA fragte Monsanto an, ob sie den Höchstgehalt von Glyphosat in Linsen erhöhen können. Daraufhin hat die EFSA mit einer wissenschaftlichen Expertise die Erlaubnis gegeben. Uns ist aufgefallen, dass in der Regel, wenn man mehr Glyphosat in Lebensmitteln findet, EFSA sagt ja, das ist sicher. Was sagt die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA selbst zu diesen Vorwürfen? Die Antwort? Die EFSA verfügt über ein robustes System zur Gewährleistung der Unabhängigkeit ihrer wissenschaftlichen Sachverständigen und Mitarbeiter. Sie werden sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Arbeitsbereich bestehen. Das EU-Parlament und die Kommission. Hier werden Gesetze für Europa geschrieben. Ich möchte wissen, wie Unternehmen überhaupt Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. 15.000 Lobbyisten kommen auf 765 Abgeordnete und 28 Kommissare. Einer, der die Verstrickungen von Behörden und Industrie seit Jahren kritisiert, ist der EU-Abgeordnete Martin Häusling. Er erzählt mir, mit welchen Mitteln Lobbyisten arbeiten. Wie kriegen Sie das als Abgeordneter mit? Ich sage mal spaßhalber, es ist ja nicht so, dass hier ein Lobbyist auftaucht, das Monsanto-Firmenschild oder das von BASF oder Bayer trägt, sondern es kommt ein sogenannter gemeinnütziger Verein, der sich zum Beispiel der fluglosen Bodenbearbeitung verschrieben hat und dann den Abgeordneten aufklärt über die Vorzüge dieses Systems. Man dann aber sich selber drum bemühen muss, wer sponsert denn den Verein, wo kriegt er seine Gelder her? Und wenn man dann gerade bei dieser fluglosen Bodenbearbeitung mal dahinter schaut, dann sind es oft Firmen wie Monsanto, die diese Organisationen dann halt fördern, sponsern und verdeckt sozusagen Lobbyarbeit machen. Martin Häusling zeigt mir eine Broschüre der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung, deren Gründungs- und Fördermitglied unter anderem der Pestizidhersteller Monsanto ist. Initiativen wie diese setzen sich dafür ein, dass Landwirte, die auf den Pflug verzichten, öffentliche Fördermittel für Umweltschutz erhalten. Das Problem ist ja, dass wir ja keine, oder auch deutsche Behörden oder auch europäische Behörden ja nicht selber langfristige Versuche machen, sondern die Untersuchungen der Firmen vorgelegt bekommen. Und die müssen sie bewerten. Und die bewerten sie ja nicht, ob die Zahlen stimmen, sondern nur, ob die Untersuchung schlüssig ist. In Europa gibt es keine unabhängige Stelle, die jetzt Langzeitversuche mit Roundup macht. Sondern das Material, was die prüfen, sind die vorgelegten Studien der Chemiefirmen. In Europa fließen von den vielen Milliarden Agrarsubventionen auch Gelder in landwirtschaftliche Umweltprogramme. Die Länder finanzieren damit unter anderem die Förderung der pflugfreien Bodenbearbeitung. An diesem Beispiel zeigt sich für Martin Häusling, wie Lobbyisten vorgehen. Ja, es ist eigentlich unsinnig, dass Gelder, die ausgegeben werden sollten, um eine nachhaltige, umweltfreundliche Landwirtschaft zu fördern, plötzlich dafür ausgegeben werden, dass wir den Einsatz von Glyphosat fördern. Dafür gibt der Steuerzahler dann auch noch das Geld. Es gibt Bundesländer, die bis zu 150 Euro pro Hektar zahlen dafür, dass auf einen Flug verzichtet wird. Da werden eigentlich Unmengen von Mitteln, die dem Umweltschutz dienen sollten, einem Chemiekonzern hinterhergeworfen, der dadurch mehr Glyphosat verkaufen kann, weil er es geschafft hat, durch eine geschickte Werbestrategie das noch als Umweltmaßnahme zu verkaufen, wenn die Bauern Glyphosat spritzen, statt zu fliegen. Der Handel mit Pestiziden ist ein Milliardengeschäft. Für die Hersteller steht viel auf dem Spiel, wenn Gesetze verabschiedet werden. 2015 wird die EU über die Zulassung von Glyphosat neu entscheiden. Bei der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, einem Zusammenschluss verschiedener Hersteller, frage ich ein Interview an. Ich bekomme einen Termin mit der Chefin von Monsanto. Sie spricht für die AG Glyphosat. Wird Glyphosat irgendwann verboten werden in der EU? Also ich würde mal sagen, der Wirkstoff ist so wichtig für die Landwirtschaft. Und wir nennen das nachhaltige Landwirtschaft, weil es so einen großen Beitrag leistet, dass die Landwirtschaft definitiv heute
nicht drauf verzichten kann. Wie können Sie sicherstellen, dass Glyphosat bei Landwirten, Verbrauchern keine gesundheitlichen Schäden hervorruft? Ich fange dann immer als Verbraucher die Kette hinten an. Ich frage, ist das, was bei mir ankommt oder durch mich durchgeht, sicher oder nicht? Hat es einen Einfluss auf meine Gesundheit? Und wenn mir Behörde und Hersteller versichern, dass es das nicht hat, da sage ich, dann kann der Verbraucher auch dem getrost trauen. Das heißt aber, Sie haben gerade gesagt, wenn es auf dem Markt ist, dann haben wir Hersteller bewiesen, dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Das haben Sie gerade gesagt. Ja, das heißt, das, was auf dem Markt vertrieben wird, sachgemäß und anwendergerecht für die zugelassenen Indikationen, nennen wir das, die Einsatzgebiete, können Sie davon ausgehen, dass die Produkte eben keine bedenklichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Und das gilt für alle Pestizide? Das gilt für alle zugelassenen Pestizide, ja. Damit schieben die Pestizidhersteller den Bauern den schwarzen Peter zu, wenn Pflanzengiftkrankheiten oder Umweltschäden verursacht. Dabei ist der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln gar nicht zwingend notwendig. Das sagt zumindest ein Landwirt aus Oberbayern. Mit ihm bin ich verabredet. Georg Planthaler hat jahrelang der Ackerchemie vertraut. Ich habe im Endeffekt auch alles eingesetzt, das so auf dem Markt war, was halt gängige Mittel sind. Die Bauern lernen das, dass ohne Chemie nicht mehr geht. Und wenn man das einfach von der Ausbildung über die Landwirtschaftsschule und die ganze Beratung und die ganze Fachpresse ständig wieder vorgehalten kriegt, dann glaubt man das. Dann ist man irgendwann selber fest davon überzeugt, dass es nur so geht. 2006 hat der Bauer auf Biolandwirtschaft umgestellt und seinen Schritt bis heute nicht bereut. Glyphosat ist relativ billig im Einkauf und praktisch, macht wenig Arbeit, macht eine saubere Arbeit, ist bequem. Mechanische Unkrautbekämpfung ist wesentlich aufwendiger und auch ein Stück weit teurer. Allerdings ohne Nebenwirkungen. Haben Sie nach der Umstellung Einbußen erfahren? Nein, weil ich zum einen höhere Preise für meine Produkte, für Milch und Getreide erziele und zum anderen wesentlich weniger Aufwand. Den Aufwand für Düngemittel, für Pflanzenschutzmittel, für Tierarzt, für Futtermittel, den habe ich jetzt nicht mehr. Unterm Strich also mehr Lohnkosten, aber weniger Aufwand für Medizin und Ackerchemie. Zurück in meinem Garten. 2 Wochen, nachdem ich Roundup gesprüht habe, ist das Grün tatsächlich komplett verwelkt. Ich habe viele Indizien gesammelt. Für mich steht fest, das war der erste und letzte Einsatz von Glyphosat in meinem Garten. Auch für die Einfahrt habe ich eine Lösung gefunden. Ich mache das so wie 30 städtische Betriebe, die dieses Jahr von Pestiziden auf eine Heißwassermethode umgestiegen sind. Die Methode, Unkraut mit kochendem Wasser zu übergießen, ist nicht neu. Neu ist nur eine Art Spülmittelschaum, der die Brühe länger heiß hält. Wie funktioniert das, dass die Pflanze danach nicht mehr da ist? Ja, nicht mehr da ist, ist nicht ganz richtig. Wir bringen sie nur dazu, abzusterben. Es ist also so, dass die tote Pflanze sehr wohl noch vorhanden ist. Die Eiweiße in der Pflanze sind zerstört, die Zellstrukturen sind zerstört und die Pflanze wird braun. Das ist so, wie es im Winter man sich vorstellen kann. Auch da sind die Pflanzen braun und werden dann durch Windeffekte oder durch Ablauf einfach nur weggetragen. 4 Euro pro Quadratmeter kostet der Schaum. Er enthält milde Tenside, die nach Herstellerangaben allerdings gut biologisch abbaubar sind. Wer es 100% frei von chemischen Zusätzen haben will, dem bleibt nur das Zupfen.